Hallo Freunde, ich habe heute einen klassischen, für meine Verhältnisse doch XL Beauty Haul für euch. Und wenn ihr Bock auf das Video habt, bleibt dran, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen in der Drogerie eingekauft und zwei Produkte, die nicht aus der Drogerie stammen, sind diese beiden, die zeige ich euch auch zuerst. Und zwar ist das von Shea Moisture die Coconut Water Weightless Cream Rinse, also der Conditioner. Richtig, weil meiner ist fast leer und definitiv leer ist von Shea Moisture der Fruit Fusion Coconut Water Weightless oder die Hair Mask. Überragend gut finde ich das Zeug, es ist kein Schrott drin, nichts, das die Haare beschwert, die fühlen sich schön fluffig, gepflegt an. Ist sicherlich nicht die intensivste Pflege, die es überhaupt gibt, aber ich komme gut damit zurecht. Meine feinen Haare liegen nicht platt an, es ist alles gut. Ne? Natürlich macht man sich die Haarmaske nicht auf den Ansatz, ist ja wohl klar. Aber genau, wenn man sich normal die Haare wäscht, super Zeug. Das Shampoo war leider ausverkauft, das heißt, da muss ich mir jetzt erstmal weiter behelfen, bis das wieder in Stock ist. Egal, wo ich geschaut habe, es war überall ausverkauft und ich wollte jetzt nicht für ein einzelnes Shampoo irgendwo mit 5 Euro Versandkosten bestellen. Deswegen muss das erstmal warten und ich brauche erstmal was anderes auf. Aber wichtig ist, dass die Pflege richtig gut ist. Und das Shampoo wäscht man ja sowieso recht schnell wieder raus. Und schon machen wir uns an den Drogerie-Haul. Ja, ich habe auf Empfehlung von der lieben Nadja vom Kanal Nadjas Nails eine von diesen 5-in-a-Box Catrice Lidschatten Paletten bestellt. Die Pigmentierung ist sehr schön. Es ist schon so, dass man gerade die matten Töne ein bisschen aufbauen muss. Und, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, für das Geld kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich hatte mir von dem Blauton ein kleines bisschen mehr Wumms versprochen, aber gut. Es ist eine Drogeriepalette. Sie kostet 3,99 Euro oder 89, irgendwas um den Dreh. Und ich hatte noch von Rossmann einen 10% Coupon. Das heißt, hat mich dann 3,60 Euro oder 3,50 Euro gekostet. Kann man also nicht meckern. Eine wirklich schöne Palette. Ich habe schon zweimal Augen-Make-up damit geschminkt. Heute ist allerdings die Natasha Denona Glamour auf den Augen. Sehr, sehr schön. Für Drogerie absolut, absolut schön und eine Empfehlung. Aber wie gesagt, man muss die matten Töne schon ein bisschen aufbauen, damit man auch ein bisschen mehr davon sieht. Zumindest bei meiner Modern Smoky Look. Und meine Freundin Claudia hatte sich auch eine oder zwei Paletten sogar davon bestellt und sagt das auch. Mich persönlich stört das nicht. Ich mag lieber aufbauen und dann schönen verblendeten Ton haben, als von vornherein zu viel auf dem Augenlid, dass ich dann nicht mehr verblenden kann. Also ich bin sehr zufrieden. Und für alle, die sich fragen, ist es eigentlich ein Dupe zu Natasha Denona Paletten? Also es ist 1:1 geklaut. Ne? Also es ist wirklich exakt dasselbe Format. Es ist aber auch wirklich kein Millimeter größer oder kleiner. Die Fännchen sind exakt gleich groß, also es ist schon, das Format ist schon 1:1 geklaut. Aber ja, die hier sind natürlich deutlich günstiger. Und die Mini-Paletten, die ich bislang von Natasha Denona hatte, waren jetzt so der absolute Oberknaller. Den Hype finde ich jetzt nicht unbedingt wert, aber die ist schon schön. Genau, dann habe ich in der Drogerie gekauft auf Empfehlung von der lieben Sonja, die meinen eigenen YouTube-Kanal hatte, der Luxon hieß. Und zwar diese auch Powerful 5 Liquid Balms von Catrice. Ich habe einmal die Farbe Raspberry Cream und einmal Fresh Acai Berry. Die sind super, super schön, die geben nur einen Hauch von Farbe ab. Ich habe jetzt zwei Versionen, in denen kein Schimmer oder Glitzer enthalten ist, sind. Die sind auch nicht klebrig auf den Lippen, die sind schön pflegend und ja, ich mag die echt gerne. Eine schöne, günstige Alternative, ich glaube, kosten auch nur 3 oder 4 Euro und bei Rossmann mit dem 10% Rabattcode natürlich noch ein bisschen weniger. Schöne, neutrale Farben, man kann sie blind auftragen, muss dafür keinen Spiegel haben. Sowas liebe ich ja sehr, deswegen mag ich Glosse halt auch so gerne. Und man hat schöne, glänzende Lippen, die halt auch noch ein bisschen mehr aussehen. Und Powerful 5 wahrscheinlich, weil hier drin ist Hyaluron, Vitamin E, Shea Butter, Green Tea und Goji Berry. Genau, also auf jeden Fall auch einen Blick wert. Und seit langer Zeit mal wieder ein Gloss aus der Drogerie, bei dem ich sagen würde, lohnt sich auf jeden Fall, den zu kaufen.
Und es gibt einige Farben mehr. Ich habe mich jetzt für die entschieden, weil ein leicht pitschiges Nude und ein rosa Nude sind so die Farben, die ich am häufigsten trage. Auch auf Empfehlung von der lieben Nadja vom Kanal Nadjas Nails habe ich mir von Rival Loves Me diese Ready for the Thrill Liquid Eyeshadows gekauft. Die swatche ich euch. Ich mache es trotzdem. Kommt. Auch wenn ich gleich in die Stadt muss und wieder Probleme haben werde, es abzukriegen. Die Dinger sind echt ein Knaller. Wenn man überlegt, wie günstig die sind. Ich glaube 2,50 Euro oder 3 Euro. Und es gab, glaube ich, 20% auf Rival Loves Me plus 10% aus der App. Haben die quasi nichts gekostet. Die sind der Wahnsinn, ne? Ich habe Schlupflider, wie ihr seht, und ich habe auch ölige Augenlider. Nicht super ölig, aber schon ölig, sodass bei mir diese Liquid Eyeshadows eigentlich nicht den ganzen Tag halten. Aber mit einer Eyeshadow Base, dem Liquid Eyeshadow drauf und guckt euch das mal an. Das ist doch der Knaller. Ja, den ganzen Tag, ne? Natürlich, irgendwann rutschen die alle, aber für das kleine Geld. Und ich finde halt auch die beiden Farben, es gab nur die beiden, einmal ein goldeneres, ein goldiger Ton und einmal ein leicht rosgoldener Ton. Mega, lohnt sich auf jeden Fall, sich die anzugucken. Super günstig, super cool, super Haltbarkeit. Mega. Und die liebe Nadja, die hat auch ölige Augenlider und Schlupflider und sagt, auch bei ihr halten die ewig. Genau, und dann habe ich noch ein paar Augenbrauenstifte gekauft und zwar unter anderem meine liebsten. Das sind von Catrice, die Slimatic Ultra Precise. Die sind beide in der Farbe Dark. Kaufe ich immer wieder nach, weil ich die echt gut finde. Die halten bei mir ungefähr 3 Wochen, wenn ich keinen anderen Augenbrauenstift für die Härchen vorne verwende. Und ja, hier ist jetzt ein bisschen, weiß gar nicht, was da dran ist. Sieht ein bisschen aus wie Watte. Genau, also mega, mega Empfehlung und ich kann euch wirklich nur empfehlen, dass ihr immer schaut, ob die Dinger angegrabbelt sind und das seht ihr einfach daran, wenn ihr die aufmacht und die ganz runtergedreht sind, habt ihr noch so einen halben Millimeter, der oben rausguckt, dann sind die voll und den hatte noch niemand auf den Augen. Ich habe das nämlich auch schon gehabt, dass ich mir da einen gekauft habe, der nur noch halb voll war. Ist extrem ärgerlich, genau. Mega Empfehlung und ich habe jetzt auch auf Empfehlung von, ich glaube, sie hatte die gemeint, ich bin mir nicht ganz sicher, von Nadja, diese Microblading Eyebrow Pen habe ich mir jetzt auch mal mitgenommen in der Farbe 01. Müssen wir mal gucken, da gab es jetzt keinen Tester, das ist die Farbe Soft Brown. Grundsätzlich klingt das erstmal nicht super falsch. Oftmals haben die dann allerdings so einen leichten Rotstich. Das ist dann nicht so cool, aber ja, ich wollte den einfach mal ausprobieren. Der ist jetzt auch noch verschweißt und zu. An sich finde ich das mit dem vielen Plastik ja blöd. Andererseits könnt ihr euch so auch sicher sein, dass da noch niemand vorher dran gegrabbelt hat. Und da ist immer irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Der hat halt diese, seht ihr das? Der hat diese Borsten, womit ihr dann gleich so 3 Striche malt, quasi, wenn ihr damit auf der Haut malt. Und mit 3 meine ich 5. Vergesst es. Genau, ich wollte ihn einfach mal ausprobieren und wenn es günstige Produkte sind, die mir empfohlen werden, recherchiere ich dann auch nicht lange. Ne? Ich hatte irgendwie Bock in der Stadt, wer meine Insta-Stories zwischendurch verfolgt, weiß das. Mein Freund wollte Fußball gucken, ich hatte irgendwie Bock ein bisschen Drogerie-Shopping zu machen und dann bin ich halt hingefahren und habe mir den geschnappt. Dann habe ich mir mitgenommen von Isana ein Augen-Make-up-Entferner pflegend mit Aloe Vera und Ginkgo. Sporadisch habe ich die mal hier. Aktuell habe ich ja einige Cleanser da und der Ed Cosmetics Gel-Creme-Cleanser. Den kann ich nicht so gut in den Augen haben. Da brauche ich dann immer noch ein Zusatzprodukt. Und ja, manchmal ist das Augen-Make-up oder die Wimperntusche auch ein bisschen fester drauf. Dann ist auch ganz gut, wenn man das hat. Aber sonst kriege ich mit meinen Cleansing-Ölen und auch mit meinem Cleansing-Balm von Skin Natur alles super runter. Genau, ich wollte es mal ausprobieren. Und ausprobieren wollte ich auch aus der Clean ID Serie von Catrice das Prime and Fix Spray. 99% natürlich Inhaltsstoffe und vegan. Einfach mal probieren. Ich habe hier aktuell das Smashbox Primer Water und ist natürlich sehr, sehr, sehr teuer und wäre ja cool, wenn es da was gäbe, das dem nahe kommt. Genau, ich werde es einfach mal testen und euch natürlich erzählen, wie ich es fand. Dann habe ich mir ein paar Augenmasken mitgenommen und zwar gab es die UTI Pad Masks
gab es für 88 Cent im Angebot, minus 10% Rabattcode natürlich, Deep Aloe Vera, Deep Hydration mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Das sind meine Liebsten. Davon habe ich mir 5 Stück mitgenommen. Und ja, ich weiß, die machen extrem viel Müll. Ich weiß das. Ich habe jetzt aktuell welche von Pixi hier. Und ich finde die auch ganz nett, aber werden nicht mehr meine Lieblinge. Nein, nein, nein. Genau, man hat immer hinterher so ein Restzeug unter den Augen, das man irgendwie dann noch wegmachen muss. Das finde ich irgendwie blöd. Also der Sinn für mich bei Masken ist wirklich Maske drauf, Maske weg, alles gut. Genau, deswegen habe ich mir hiervon 5 mitgenommen. Und die hier wollte ich mal ausprobieren, weil laut meiner Recherche ist März tierversuchsfrei. Augenmasken mit Hyaluronkurkenextrakt reduziert Augenfältchen, Schwellungen und Augenringe. Das sind jeweils 4 Sachets. Das ist nicht so viel Müll, ne? Ist natürlich auch so eine Umverpackung, aber deutlich weniger Müll, als wenn man hier diese Augenmasken sieht. Deswegen wollte ich die einfach mal ausprobieren. Ich hatte da jetzt hauruck in der Drogerie recherchiert, ob die tierversuchsfrei sind oder nicht, und habe nichts gefunden, das dagegen sprach. Von daher hoffe ich habe da keinen Fehler gemacht. Genau wie bei dem Batiste Trockenshampoo, dass irgendwie die Meinungen gehen da sehr, sehr weit auseinander. Viele Recherchen sagen aus, die sind tierversuchsfrei. Andere wiederum sagen, sie sind es nicht. Es ist echt schwierig. Ich habe noch nichts Besseres gefunden als das. Und ich kaufe mir nicht das von Lush, weil alles, was ich bislang von Lush hatte, habe ich nicht gut auf der Haut vertragen. Von daher will ich da kein Geld mehr ausgeben. Aber ja, wenn ihr da eine richtig gute Empfehlung habt, es soll nicht auf der Kopfhaut jucken. Das ist echt so ein totales No-Go für mich, ne? Ich habe eins von Isana gehabt und von Balea. Kurz nachdem ich mir die Haare damit aufgefrischt habe, hatte ich das Gefühl, ich müsste mir die Haare waschen. Alles gejuckt hat, richtig unangenehm. Und das habe ich bei dem nicht. Aber wenn ihr Empfehlungen habt, haut raus. Ich bin gespannt. Dann habe ich mir mitgenommen von Isana den Nagellackentferner acetonfrei. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal bei der lieben Frühlingsrolina auf dem Kanal gesehen, dass sie sagt, dass das echt gut ist, dass das fruchtig frisch duftet. Ist Schwachsinn, also es stinkt genauso nach Nagellackentferner wie andere auch. Genau, aber ich brauchte 9, meine sind beide leer und deswegen dachte ich, nehme ich das da mal mit, weil ich sowieso gerade im Rossmann war. Und was ich auch gerne mal ausprobieren wollte, sind diese Slip-Einlagen, genau, die mit zertifizierter Biobaumwolle und fairer Mission bei Einhorn im Unterwegs-Format. Ich finde die Verpackung irgendwie ansprechend. Ich weiß, das ist kein Kriterium, um was zu kaufen. Normalerweise verwende ich Tampons, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es so zum Ende der Periode geht, das ist jetzt totaler Mädchentopic, und dann ist es manchmal unangenehm, sich noch Tampons einzuführen, und dann finde ich es schöner. Eigentlich mag ich es auch nicht, sowas in der Hose zu haben, aber ja, kommt, Butter bei die Fische, wir sind ja unter uns Mädels, ne? Grundsätzlich ist es bei mir so, dass es sowieso nicht läuft oder selten läuft, sondern es läuft, wenn ich loslasse, wenn ich dann auf der Toilette sitze. Das ist dann quasi nur ein Schutz dafür, wenn ich da mal länger unterwegs bin und kommt nicht auf die... Wisst ihr, dass halt nichts daneben geht. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich das so an den letzten 1-2 Tagen meine Menstruation in der Unterhose kleben habe und dann mit einem nassen Höschen rumlaufe. Ihr versteht, was ich meine. Also es ist quasi nur als Schutz. Und ich habe die jetzt tatsächlich auch schon einmal getestet und kann sagen, ich finde die echt angenehm. Und die sind wirklich in einem kleinen Format. Was ich auch hier wieder doof finde, ist das viele Plastik. Aber ja, es lässt sich wohl nicht ändern. Diese Slip-Einlagen werden nicht die Welt verändern. Die Überzeugung, aus der du sie kaufst, schon. Power of the Period. Was steht hier? Kalorienverbrauch ca. 1-3 Kalorien beim Runterziehen der Unterhose. Materialanteil pro Slip-Einlage, zertifizierte Bio-Baumwolle, Bio-Kunststoff auf Maisbasis. Das ist natürlich super. Allerdings nur 30%. Parfümfrei 100%. Sustainable Gewinnabführung 50%, kann auch verwendet werden als Aktenordner, Häkchen dahinter, zum Einrollen von Sushi, Kreuzchen dahinter, witzig. Nun gut, also ich bin, finde die auf jeden Fall gut und wollte die einfach mal zeigen, auch wenn es kein klassischer Beauty-Einkauf ist, der jetzt in mein Beauty-Budget mit hineinläuft. Genau, das wäre es dann jetzt auch schon gewesen. Achso, und der Beleg.
das hält. Seht ihr das? Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Natürlich habt ihr hinterher ein bisschen drauf, aber so reibt ihr auch kein Mensch an den Augen. Richtig, richtig toll. So, ich wasche mir jetzt die Finger. Seht zu, dass ich das Video geschnitten bekomme, damit ihr das jetzt kurzfristig hochgeladen bekommt. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Haut mir mal in die Kommentare, was ihr kürzlich erst in der Drogerie gekauft habt und für richtig gut befunden habt. Ich bin sehr neugierig. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und hinterlasst mir einen lieben Kommentar. Es würde mich wahnsinnig freuen. Und bis dahin sage ich Tschüssi! Ciao!